Aufgabe 153, in der es auch um Ortskurven geht. Also Aufgabe 153 zum Thema Ortskurve. Und was soll man da Schönes machen? Ja, wir haben eine Schaltung, in der ist R1 und C in Reihe. Also wir haben eine Schaltung mit einem Widerstand R1 und einer Kapazität C in Reihe. Und zu dem Ganzen parallel ein Widerstand R2. Okay. Und am Anfang und Ende halt auch eine Klemme. Und aus Sicht dieser beiden Klemmen suchen wir wahrscheinlich sowas wie die Impedanz und die Admittanz. Richtig? Die Impedanzortskurve. Naja, und um die Impedanz zu bestimmen, werden wir gleich sehen. Also wir suchen ein Z und dann in Abhängigkeit von Omega? Genau. Ja. Also wir suchen eine Impedanzortskurve Z von Omega und das ist der Widerstand R2, Impedanz aus Sicht dieser beiden Klemmen. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, also wenn ich die Impedanz haben will, dieser Schaltung, ist das ja in erster Sicht eine Parallelschaltung und bei der Parallelschaltung gilt was für die Admittanzen, dass ich die addiere. Also schreibe ich hier erstmal hin, Gesamtimpedanz ergibt sich aus 1 durch Gesamtadmittanz, das ist nachher wieder eine Inversion und die Admittanz wiederum, weil das eine Parallelschaltung ist, ergibt sich aus einem Plus. Und ja, jetzt habe ich die Admittanz von dem einen Zweig und die Admittanz von dem anderen Zweig. Also ich schreibe mal hin, das wäre sozusagen ein YR1C ja, und ein YR2. So, also ich addiere zwei Admittanzen zusammen, weil das eine Parallelschaltung ist. So, und jetzt ist noch die Frage, dass YR1C... Wie kann ich das geschickt bestimmen? Genau, also das ist ja wieder eine Reihenschaltung. Bei Reihenschaltung ist es total schlau, mit Impedanzen zu rechnen. Und weil ich aber eine Admittanz haben will, invertiere ich die dann einfach. Also der Bruchstrich ist wieder eine Inversion und ich muss dann rechnen R1 plus 1 durch J Omega C, Impedanz des Widerstandes, Impedanz des Kondensators addiert, weil Reihenschaltung 1 durch, weil ich will eine Admittanz rausbekommen. Und das YR2 ist einfach 1 durch R2. Ja? So, und das muss ich jetzt irgendwie zeichnen und mir so stückchenweise zusammenbasteln. Und weil wir jetzt immer mal Impedanzen praktisch haben und auch Admittanzen, mache ich jetzt mal das, was ich vorher gesagt habe. Achso, haben wir auch noch Zahlenwerte? Nee, das ist jetzt rein... Oh, wir haben auch noch Zahlenwerte, oh gut. Uha, ja. Größen ja. Schreibt man dann, wenn es ein Zeiger ist, richtig? Genau, der Strich soll zeigen, dass das eine komplexe Zahl ist und dass ich jetzt in dem Fall auch wirklich die komplexe Zahl meine mit Real- und Imaginärteil oder mit Betrag und Phasenwinkel. Und manchmal lässt man den Strich auch ganz gerne weg, dann meint man, ich meine nur den Betrag dieser Zahl. Und der Phasenwinkel ist mir in dem Fall im Prinzip egal. Ja, und ich meine, letztendlich steht die ganze Rechnung jetzt hier. Ja, also also R2 weiß ich, kann ich das ausrechnen, R1 weiß ich, in Omega müssen wir uns irgendwelche Zahlenwerte sozusagen ausdenken. Ja? Also ich könnte das jetzt einfach alles so in umgekehrter Reihenfolge in MATLAB eintippen, meinetwegen, oder in Octave oder in was auch immer, in Python. Ja? Mir für die Frequenzen irgendwelche Zahlenwerte ausdenken, die irgendwie sinnvoll sind in dem Kontext. Und dann kommt eben am Ende in Abhängigkeit von den Kreisfrequenzen, die ich reingegeben habe, kommt eine Admittanz und eine Impedanz raus. Und dann könnte ich einfach auf Plot drücken und dann würde mir wieder die Ortskurve darstellen. So, und ich meine, wenn ich jetzt kein Octave habe und keinen Python und keinen MATLAB und was auch immer, dann ist natürlich im Prinzip immer diese Division, die sind immer schwierig. Ja, wenn ich die ohne Taschenrechner im Kopf, wie auch immer, rechnen will,
Das ist ja die Schwierigkeit. Und ich meine, das fangen wir irgendwie mit den Inversionssätzen ab. Das ist die Idee von den Inversionssätzen. Weil, also das sagt uns unsere Erfahrung jetzt mittlerweile, ne? Das ergibt eine Gerade und eine Gerade invertiert ergibt einen Kreis. Und der Kreis geht aber durch den Koordinatenursprung. Das ist der Kreis durch den Koordinatenursprung. Zudem addiere ich jetzt noch was dazu. Das heißt, das wird ein Kreis, der dann nicht mehr durch den Koordinatenursprung geht. Und den werde ich wieder invertieren. Und dann kommt der dritte Inversionssatz zum Tragen, der sagt, Kreis nicht durch den Koordinatenursprung ergibt wieder einen Kreis nicht durch den Koordinatenursprung. Also am Ende kommt dafür auch ein Kreis raus. Ja, das kann man sich schon mal irgendwie zu überlegen. Und jetzt ist einfach nur die Frage, jetzt muss man das einfach mal machen und diese ganzen Kreise und Geraden und so aufzeichnen und hoffentlich passiert dabei irgendwie was Spannendes. Aber ich meine, im Grunde, wenn ich jetzt MATLAB hätte, einen Rechner hätte, tippe ich das ein, also in umgekehrter Reihenfolge, klick auf Ausrechnen, fertig ist. Ja? Also da gibt es mit Sicherheit auch, also da kann ich mich, bin ich mir relativ sicher, dass es da etliche Videos auch irgendwie von mir und von anderen Leuten auf YouTube gibt, wo ich genau das zeige und auch wie man das meinetwegen in 80 Spice jetzt macht. So, wenn wir das von Hand machen wollen, dann zeichne ich jetzt, wie gesagt, mal eine Admittanz, also eine komplexe Zahlenebene für die Admittanz. Und das soll hier mal sein der Realteil der Admittanz. Und das soll sein der Imaginärteil der, meine umschweiften Klammern sehen heute nicht sehr gut aus, der Admittanz. So, und ich zeichne jetzt nur den ersten Quadranten, nur die rechte obere Halbebene, weil wir ja eine ohmsch-kapazitive Schaltung haben, ohmsch-kapazitives Verhalten. Das sollte sich nur hier in diesem Bereich abspielen. Ja, deswegen brauchen wir auch nur diesen Bereich. Und genauso zeichne ich jetzt, also mit einer sehr kurzen, stummelförmigen, positiven Achse, aber ansonsten eben hauptsächlich der negativen Achse, den Realteil der Impedanz und den Imaginärteil der Impedanz, also eine komplexe Zahlenebene mit der linken, mit der rechten unteren Quadranten, mit dem vierten Quadranten, weil ohmsch-kapazitives Verhalten unserer Schaltung. So, und wir fangen mal an. Keine Ahnung, wir arbeiten uns jetzt genauso von unten nach oben vor. Ja? Also wir sagen, das R2, das sind 2 Ohm. So, zeichne ich jetzt mal irgendwie hier so ein. Hier ist 1 Ohm, hier ist 2 Ohm. Keine Ahnung, ob das groß oder klein ist. Aber das erscheint mir so ein vernünftiger Abstand. Also hier ist 1 Ohm, hier sind 2 Ohm. Das ist R2. Hier einfach auf der reellen Achse eingezeichnet. So, wenn ich jetzt diesen komplexen, also nicht komplex, das ist ja nicht wirklich komplex, aber wenn ich jetzt das invertiere, was kommt da raus? Ist ja nur ein Zeiger, ist ja keine Ortskurve. Im Prinzip genau der gleiche Zeiger, aber 1 durch 2 macht 1,5. Ja, also wenn ich den jetzt auch wieder, nehme ich mal die gleiche Farbe, wenn ich den hier oben einzeichne und jetzt mal irgendwie so eine ähnliche Skalierung verwende, dann sollte der hier nur bei 1,5 rauskommen. So, also das war R2 und das Gelbe hier ist ein YR2. Ob ich da jetzt einen Strich drunter mache oder nicht, ist egal, das ist ja nicht wirklich komplex. So, und hier ist jetzt natürlich 1 Siemens, 2 Siemens, aus 2 Ohm werden 0,5 Siemens. So, haben wir das im Prinzip abgearbeitet. Ja, da können wir jetzt hier so ein, guck mal, ein Häkchen hintermachen, schon, das ist schon schicki. So, okay, dann machen wir mal hiermit weiter. Jetzt brauchen wir das R1 als Impedanz. So, wie sieht das aus? In welche Richtung zeigt das? Zeigt auch nach rechts und es ist nur 1 Ohm lang. Das hier ist das R1. So, und auf das R1
kommt jetzt ein 1 durch J Omega C dazu. So, 1 durch J kann ich mir auch wieder schreiben als minus J. Zeigt nach unten. So, und naja, wenn das Omega sehr klein ist, dann wird die Impedanz sehr groß. Wenn das Omega sehr groß wird, wird die Impedanz sehr klein. Aber das zeigt auf jeden Fall nach unten. Und das heißt, für diesen Teil, das mache ich jetzt mal hier blau, schon für verschiedene Frequenzen kommt jetzt im Prinzip diese Ortskurve bei raus. Ja, so. Und nach hier unten, das ist das, wo das Omega gegen 0 geht. Ja, wenn das Omega sehr klein wird, 1 durch was Kleines wird sehr groß. Die Stelle hier oben, ich hätte das vielleicht auch noch alles ein bisschen größer zeichnen sollen, egal. Das ist die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. Ja, 1 durch was Großes wird sehr klein vom Betrag her. So, und jetzt müsste ich noch, tja, mir irgendwie, kann mir noch hier dran schreiben, das Omega wächst in diese Richtung. Also mit wachsendem Omega wird die Ortskurve in diese Richtung durchlaufen. Jetzt müsste ich mir noch irgendwie vielleicht, naja, hier so, also da, wo eben minus J oben rauskommt und vielleicht wo minus J 2 oben rauskommt, da müsste ich mir hier an die Ortskurve mal nochmal vielleicht eine Frequenz dran schreiben. Weil ja hier 1 durch Omega steht. Ja? Wenn das Omega sehr klein wird, wenn das Omega gegen 0 geht, 1 durch was Kleines wird sehr groß, dann gehe ich gegen minus unendlich von der Impedanz her. Und wenn die Frequenz ganz groß wird, 1 durch was Großes wird sehr klein, gehe ich gegen Impedanz 0. Dann, also nur bei tiefen Frequenzen wirkt die Kapazität wie ein Leerlauf. Und zu sehr hohen Frequenzen wirkt die Kapazität wie ein Kurzschluss. So, jetzt ist die Frage, wie groß ist denn die Frequenz hier an dieser Stelle? Hier. Ja, fast unendlich, ja. Naja, also was muss denn hier sein? Hier muss das doch so sein, dass das 1 durch Omega C, ja, also an der Stelle hier, schreibe ich mal hier nochmal hier irgendwie so dran, mit so einem Strich, also hier muss das 1 durch Omega, ohne das J, 1 durch Omega C sollte genau 1 Ohm ergeben. Ja, weil ich ja hier vom Betrag her 1 Ohm habe an der Stelle. So, jetzt kann ich das natürlich nach dem Omega umstellen, indem ich das Omega hochmultipliziere und das C runterteile und so. Und dann kommt da raus Omega, tja, an der Stelle da eben, das Omega an der Stelle ist, also Omega hoch, das Ohm runter, 1 durch C mal 1 Ohm. So, und C steht hier oben, ist 1 Mikrofarad. Ja, wenn ich jetzt hier ein Mikrofarad einsetze, Ohm sind Volt pro Ampere. So, Farad sind Ampersekunden pro Volt. So, dann kürzen die Ampere gegen Ampere, Volt gegen Volt. Es bleibt 1 durch Sekunde über. Ja, sollte ja für eine Kreisfrequenz auch so sein. So, und 1 durch Mikro ergibt ein Mega oder ergibt 10 hoch 6. Also das ist an der Stelle ist, wie schon jemand fast richtig gesagt hat, also fast unendlich. Ja. Also hier haben wir 10 hoch 6, 1 durch Sekunde. So, und hier hätten wir eben die Hälfte davon. Ne? Wenn die Impedanz doppelt so groß wird, hätten wir hier eben 0,5 mal 10 hoch 6, 1 durch Sekunde.
Und hier an der Stelle kriege ich jetzt hier nicht so richtig reingeschrieben, weil ich das doch irgendwie ein bisschen klein gezeichnet habe, aber egal. So, na, also hier hätten wir Omega sind 2 mal 10 hoch 6, 1 durch Sekunde. Und dann 4 mal und 8 mal und 16 mal und so, ne? Dann geht das eben sehr schnell, sehr dicht gegen unendlich. So, okay, das ist jetzt... das ist jetzt im Prinzip, was ich jetzt eingezeichnet habe, ist schon das Gesamte, wenn ich so will. Ne? Also eigentlich kann ich hier so Strich für Strich drüber machen, weil ich ja die Addition schon implizit gemacht habe, indem ich das hier angezeichnet habe. So, und jetzt will ich das, weil das sagt diese Gleichung hier, jetzt will ich das wieder invertieren. Ich will aus der Impedanz eine Admittanz machen. Die zeichne ich auch in Blau ein, um weniger Verwirrung zu stiften und um Farben zu sparen. So, naja, und jetzt spätestens jetzt stelle ich fest, ich hätte das als viel größer zeichnen sollen, aber egal, vielleicht zeichne ich es nochmal größer, da oben. So, jetzt nehme ich diese Gerade und invertiere die. So, was passiert? Die Gerade invertiert, ein Halbkreis über der... Genau, das hatten wir ja gerade schon mal, ne? Das ist jetzt so ein Halbkreis... Und weil der hier oben genau bei einem Ohm rauskommt, muss der hier oben auch genau bei einem Siemens anfangen. Und das heißt, mein Kreis wäre jetzt hier so ein bisschen klein. Ja? So, und deshalb mache ich das hier alles nochmal weg. Beziehungsweise das kann ich ja stehen lassen. Ich muss mal nur die Skalierung ein bisschen anpassen. Und hier die Pfeilspitze wegmachen. Und also, naja, zudem... Ne, zu dem Kreis kommt ja jetzt noch das Y2 dazu. Also wenn ich das Y2 jetzt mal so einzeichne, dass das vielleicht bis hier zeigt, ja, und sage, also das wäre, das waren ja mal 0,5 Siemens. Also wenn ich hier ein halbes Siemens habe, dann wäre hier, wo ich vorher mal war, ein Viertel Siemens. Und dann hätte ich hier eben 3/4 Siemens und hätte ich jetzt ein Siemens. Schreibe ich mal hier drunter. So, dann würde mein Kreis eben noch diesen Punkt hier oben schneiden und würde so aussehen. Das wäre jetzt der Kreis. Und dann können wir gucken. Also der Punkt hier. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt erstmal nur den Kreis. Ja, nur den Kreis. So, wir sind noch da. Wir sind noch an der Stelle. So. Und also jetzt müssen wir mal gucken. Der Punkt hier, das war ja der Punkt, wo das Omega gegen unendlich geht. Wenn ich den invertiere, kommt da wieder dieser Punkt raus auf der reellen Achse. Also das ist wieder die Stelle, wo Omega gegen unendlich geht. So, das hier unten, wo das Omega gegen 0 läuft, ne, wo ich hier vom Betrag sehr groß werde und gegen minus 90 Grad Phasenwinkel laufe, das ist das, wo ich hier oben gegen plus 90 Grad Phasenwinkel und sehr klein laufe. Also die Stelle hier... Die Stelle ist die, wo das Omega gegen 0 geht. So, und das heißt, das Omega wächst in diese Richtung. Und das Blaue ist eben das YR1C von Omega, was wir jetzt hier eingezeichnet haben. So, und diese Stelle, die hier einen Winkel von 45 Grad hat, das war ja die, wo genau das Omega diese 10 hoch 6 hat, damit 10 hoch 6 und 10 hoch minus 6 genau einen Ohm ergeben. Ja, also das, was hier unten 45 Grad hat, muss ja hier oben auch 45 Grad haben und das ist genau wieder der Punkt, der da oben an dem Kreis ist. Also diese Stelle hier, das ist die Stelle, wo das Omega 1 mal 10 hoch 6 1 durch Sekunde ist. Genau an diesem Punkt. Und ich meine, diesen anderen Punkt würde ich jetzt ja auch irgendwie rausbekommen, ja, indem ich mir diesen Winkel hier abtrage, den negativen Winkel jetzt messe und genauso positiv hier hochklappe. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der wäre jetzt dann, kann man sich jetzt ja so ein bisschen denken, der wäre eben ungefähr hier. Ja, also an der Stelle, das wäre das, wo das Omega gegen, oder wo das Omega genau 0,5 mal 10 hoch 6, 1 durch Sekunde ist. Und wenn ich jetzt hier so diesen halben Winkel antrage, den hier, da müsste ich dann bis hier hinten peilen und hier so eine Linie einzeichnen, dann wäre das der Punkt, hier dieser jetzt hier, wo das Omega genau 2 mal 10 hoch 6, 1 durch Sekunde ist.
Ja, wenn man jetzt diese ganzen Parameter eintragen will. Also hier ist das Omega 0, dann wird das Omega größer. Hier ist es 1/2 mal 10 hoch 6, hier ist es 10 hoch 6, hier ist 2 mal 10 hoch 6 und hier geht es auch schon relativ schnell gegen unendlich. So, und dann kann man sich immer an solcher Stelle schon mal überlegen, passt das denn zu dem Rest der Schaltung, also passt, beschreibt das denn, was die Schaltung macht? Und ich meine, wir können jetzt gucken, also wenn die Frequenz 0 ist, ja, bei Frequenz 0 ist der Kondensator wie ein Leerlauf, wie ein kapazitiver Leerlauf und hat praktisch keine Admittanz, keinen Leitwert, fließt ja nichts durch. So, können wir gucken, ist auch so, ja, so. Und jetzt wird die Frequenz im Prinzip größer, 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 ja. Jetzt kann langsam Strom durch die Kapazität durchfließen. Und das heißt, gegenüber der Kapazität, die immer noch sehr, sehr, sehr hochohmig ist, ne, kann man den Widerstand im Prinzip fast vernachlässigen. Das heißt, das verhält sich erstmal fast wie so eine Kapazität. Eine ideale Kapazität, die würde einfach gerade nach oben gehen. Ja, und das geht jetzt für so ein kleines Stückchen, geht das auch erstmal ziemlich gerade nach oben. So, und dann kickt aber irgendwann der Widerstand rein. Ja, und wenn wir eben genau diese Frequenz haben, dann ist der Anteil von der Kapazität und der Anteil von dem Widerstand ist im Prinzip irgendwie gleich groß. Und wenn wir immer höher gehen und immer höher gehen von der Frequenz, bei hohen Frequenzen ist ja das wie so ein Kurzschluss, wird das immer niederohmiger, dann gewinnt eben dieser Widerstand. Und bei ganz hohen Frequenzen, wenn wir hier hinten in den Punkt landen, ja, verhält sich das einfach wie ein Widerstand, der einen Leitwert hat von einem Siemens und ein Leitwert von einem Siemens entspricht eben genau den einen Ohm, die wir hier haben. Also es passt. Das hier beschreibt genau das Admittanzverhalten des oberen Zweiges dieser Schaltung. So, und also das heißt, wir haben jetzt hier in Blau schon diese Admittanz eingezeichnet und wir haben in Gelb diese Admittanz eingezeichnet. Und die beiden sind ja jetzt Admittanz hier oben. Ja, das ist der gelbe Teil der Schaltung, das ist der blaue Teil der Schaltung. Die beiden sind jetzt parallel geschaltet, das heißt, wir addieren die Admittanzen. So, und Admittanzen addieren heißt, wir müssen jetzt diese blaue Ortskurve und diesen gelben Zeiger addieren. Wie machen wir das? Der ganze Kreis verschiebt sich einmal um die Länge des Pfeils. Genau, also wir verschieben diesen Kreis. Jetzt brauche ich eine neue Farbe. Jetzt nehme ich dafür Orange für das, was hier rauskommt. Wir nehmen diesen Kreis und verschieben den um so ein Stückchen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier auch irgendwie in endlicher Zeit fertig werden. So, und dann kommt da das bei raus. Ja, und die ganze Parameterskalierung, alles, was ich mal hier angetragen habe, das ist natürlich immer noch genau das Gleiche. Also hier ist das Omega 0 oder geht gegen 0, hier hinten geht das Omega gegen unendlich, hier in der Mitte ist das Omega 10 hoch 6 und so weiter und so fort. So, das ist jetzt das Y von Omega-Komplex. Ja, und ich meine, hier kann man jetzt auch nochmal, also die Zeit nehmen wir uns jetzt mal nochmal kurz, auch irgendwie so das Gesamtverhalten dieser Schaltung überlegen. Also wenn ich bei sehr tiefen Frequenzen bin, ja, bei sehr tiefen Frequenzen, der Kondensator wirkt wie ein Leerlauf, der sperrt. Es kann nur Strom hier unten lang fließen. Und es fließt nur Strom hier unten lang und dieser Strom sieht einen Widerstand von 2 Ohm, das entspricht einem Leitwert von einem halben Siemens. Wir fangen hier an. Ja? So, und jetzt wird die Frequenz größer, das heißt, da kann so ein bisschen Strom auch hier oben lang fließen und dann gewinnt diese Kapazität an Einfluss und bringt so ein bisschen kapazitives Verhalten rein und dann wird die immer, also gegenüber diesem Widerstand irgendwie immer unbedeutender und dieser Widerstand gewinnt mehr. Ja, und wenn wir bei ganz hohen Frequenzen angekommen sind, dann ist diese Kapazität wieder wie ein Kurzschluss. Und bei ganz hohen Frequenzen sollte das einfach eine Parallelschaltung von diesem und diesem Widerstand sein. So, und wenn man jetzt einen Widerstand von 1 Ohm und 2 Ohm parallel schaltet, was kommt dabei raus? Genau, also weil ich habe ja sowas wie das Produkt geteilt durch die Summe, 1 mal 2 durch 1 plus 2 macht 2 Drittel Ohm. Und wenn ich das in Leitwert umrechne, habe ich 3 halbe Ohm.
habe ich 3 halbe Siemens. Ja, und dann können wir gucken, also hier war ein Viertel Siemens, ein halb Siemens, hier war 1 Siemens, dann sind hier hinten tatsächlich 1,5 Siemens. Also das passt genau zu dem Verhalten, was wir gerade ausgerechnet haben, dass das hier hinten an diesem 1,5-Punkt rauskommt. So, naja, und ich meine, jetzt haben wir diesen Halbkreis hier. Ja, das ist das hier, das ist auch gleichzeitig das hier. Das ist schon im Prinzip das Gesamtverhalten unserer Schaltung, wenn ich jetzt nochmal so einen Strich drum zeichne. Und das müssen wir jetzt nochmal invertieren und dann kommt die Impedanzortskurve wiederum raus. So, und jetzt können wir hier drauf schauen und können sagen, okay, geil, Halbkreis, der nicht durch den koordinierten Ursprung geht, daraus wird ein Halbkreis, der nicht durch den koordinierten Ursprung geht. Ja? Und die einzige, also die Frage, die sich jetzt stellt, und der Halbkreis hat hier überall sozusagen einen positiven Winkel, dann muss der Halbkreis hier einen negativen Winkel haben und der Kreis hat 2 Punkte, die die reelle Achse schneiden. Und ich mache mal hier ein Quadrat hin und hier ein Dreieck oder so, um diese beiden Punkte zu unterscheiden. Ja, so, und also der hat hier den kleinsten Abstand und einen Phasenwinkel von 0. Der muss dann hier unten den größten Abstand bekommen und auch einen Phasenwinkel von 0. Ich habe hier 1/2 Siemens. Wenn ich das invertiere, werden da 2 Ohm draus. Dann wird da dieser Punkt raus. Ja? Und hier die 1,5 Siemens, hatten wir gerade schon invertiert, macht 2/3 Ohm. 2/3 Ohm wäre ungefähr hier. Ja? Und stellt mal fest, ich hätte das hier unten auch alles einfach ein bisschen größer zeichnen sollen. Das wäre irgendwie geschickter gewesen. So, also hier ist die Stelle, wo dieser Punkt hin invertiert wird. Und dann sieht der Halbkreis, der jetzt hier rauskommt, der hat dann seinen Mittelpunkt bei 4/3 und hat einen Radius von 2/3. Also wenn hier 1 ist, ist hier auch wieder ungefähr 2/3. Naja, und dann kommt da, kann man jetzt tatsächlich gar nicht so richtig gut sehen. Und eigentlich, wenn man das jetzt vernünftig machen würde, würde man das alles lieber nochmal neu zeichnen. Dann kommt da genau dieser Kreis raus, dieser Halbkreis raus. Ja? Und also hier hinten war ja die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. Und dann ist hier auch die Stelle, wo das, also sieht man hier, das ist das Dreieck, wo das Omega gegen unendlich geht. Hier ist die Stelle, wo das Omega gegen 0 geht. Hier ist die Stelle, wo das Omega gegen 0 geht. Also das heißt, das Omega wächst in diese Richtung. Und hier war die Stelle, wo das Omega 10 hoch 6 war. Und dann ist das die Stelle, wo das Omega 10 hoch 6 1/12 Sekunden ist. Ja, so. Und letztendlich ist das der ganze Zauber. Geraden Kreise, die immer durch Inversion sich ineinander umwandeln. Und also was man aus der Ortskurve, ich mache kurz den Satz zu Ende, dann könnt ihr eure Frage fragen, was man wirklich zum Beispiel gut aus der Ortskurve rauskriegt, aber was schon semi gut in MATLAB auszurechnen wäre und analytisch total unmöglich, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was ist denn der maximale Phasenwinkel, der hier auftritt. Ja? Also ich starte ja hier mit einem Phasenwinkel von 0, dann wird der Phasenwinkel größer, weil die Kapazität an Einfluss gewinnt und dann wird der Phasenwinkel wieder kleiner, weil die Kapazität an Einfluss verliert. Und was ist denn der maximale Phasenwinkel, den man hier sieht, ja, der sich hier aus diesem Kreis sozusagen ergibt? Ich kann hier einfach ein Winkelmesser anlegen, das ablesen, kriege ich relativ schnell raus. Wenn ich das ausrechnen wollen würde, analytisch total schwierig. Ja, also wenn ich in die ganzen Formeln das rückwärtig einsetze, dann das umstelle in Richtung Arcus Tangens, Realteil, Imaginärteil durch Realteil, Phasenwinkel, dann das ableite, um Phasenwinkel zu bestimmen, total schwierig. Also numerisch im MATLAB kriege ich das auch hin. Ich setze einfach verschiedene Frequenzen ein und gucke, wo ist denn das Maximum von dem Phasenwinkel. Also das ist was, ne, so grafische Sachen, das ist das, was man gut mit Ortskurven rausbekommt. So, hier wird noch wie wild diskutiert. Nee, aber nicht mehr. Hat sich schon geklärt? Hat sich schon wohlgefallen aufgelöst, die Frage? Es wird gute Argumente geliefert. Okay. Ja, wie ich immer sage, am Ende brauchst du die Lehrperson manchmal gar nicht. Man muss sich nur hinsetzen und die Zeit nehmen, sich über die Sachen auszutauschen.
Und das zu diskutieren. Und ja gut, und wenn man nicht weiter weiß, dann brauchen wir mal jemanden, der weiß, wie es geht.